Herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe Persönlich, kurz und bündig am Bildungscampus in Nürnberg. Wir sprechen hier zu aktuellen Themen mit interessanten Gesprächspartnern. Der Tod von mehreren einzelnen Afroamerikanern in den USA durch Polizeigewalt hat eine weltweite Diskussion angefacht um das Thema Rassismus, Diskriminierung, Antidiskriminierung und Integration. Und über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Zum einen, weil es aktuell ist, zum anderen aber auch, weil uns am Bildungscampus in Nürnberg es wichtig ist, dass wir uns ganz grundsätzlich für die Themen Integration, Antidiskriminierung und auch Inklusion einsetzen. Wir haben heute zu Gast bei uns Priscilla Hirschhausen. Herzlich willkommen. Hallo, danke schön für die Einladung. Sehr gerne. Frau Hirschhausen, Sie sind Sozialpädagogin, Integrationsbegleiterin und auch Geschäftsführerin des Vereins We Integrate. Mhm. Möchten Sie uns ein bisschen erzählen, was Sie tun? Wie sieht vielleicht eine typische Woche oder ein typischer Tag bei Ihnen aus? Ja, sehr gerne. Eine typische Woche gibt es, glaube ich, fast gar nicht. Ich bin selbstständige Sozialpädagogin. Ich arbeite als Berufsvormündin. Das heißt, ich bin Erziehungsberechtigte für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Ich habe in dem Bereich sehr viele Termine im Rechtlichen. Das heißt, Asylverfahrensvorbereitung, Asylverfahrensbegleitung, Nachbetreuung, sämtliche Arzttermine, Schulanmeldung, Wohnanmeldung, also alles, was im rechtlichen Spektrum der Erziehungsberechtigten ist, das ist meine Aufgabe bei den unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Dann gebe ich Workshops für Unternehmen, die mit Geflüchteten arbeiten, um Einheimische und Geflüchtete in der Kommunikation besser zusammenzubringen, aber nicht nur in der Kommunikation, sondern auch mit dem Hintergrund, einfach mehr übereinander zu erfahren, mehr miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da biete ich eben Workshops an. Auch für Geflüchtete biete ich Workshops an, die von Helferkreisen gebucht werden für Gemeinschaftsunterkünfte zu verschiedenen Themen, Beziehungsgestaltung in Deutschland, wie finde ich Freunde hier, was hat meine Stadt mir zu bieten, was kann ich hier machen. Und als Geschäftsführerin von We Integrate, ja, da habe ich sämtliche Aufgaben, die in den Bereich fallen. Wir machen Integrationsprojekte in Nürnberg. Verschiedene und rufen die Nürnberger Stadtgesellschaft dazu auf, selbst Projekte zu gestalten für Geflüchtete, kleinen Rahmen, großen Rahmen und unterstützen bei der Organisation, bei der Finanzierung und ja, alles, was dazu gehört. Also ja, wer Interesse hat, da mitzumachen, kann sich gerne auch da an mich wenden. Ja, gerne. Vielleicht nochmal der Hinweis, We Integrate e.V., so heißt der Verein und die Website ist ja auch leicht zu finden. Genau, www.we-integrate.de. Prima. Vielleicht die Frage noch, was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit so in einem abstrakten Sinn wichtig? Also worum geht es Ihnen eigentlich? Mir geht es darum, Brücken zu bauen. Meine Mama ist selber als Geflüchtete nach Deutschland gekommen vor 34 Jahren, mit mir schwanger im Bauch und hatte sehr viele Probleme, hier in die Kultur reinzufinden. Sie hat es zwar irgendwann dann gut geschafft, aber eben auch nur mit Hilfe. Also da waren verschiedenste Sozialpädagogen, die ihr Hilfestellung gegeben haben, die uns als Familie Hilfestellung gegeben haben. Und das ja, möchte ich, glaube ich, so ein bisschen weitergeben oder zurückgeben, weil ich es weiß, wie es ist, aus einer anderen Kultur zu kommen, aber gleichzeitig in der Kultur hier aufgewachsen zu sein und so diese Diskrepanzen dazwischen, dieses, wie kommuniziert man das, wie kann man seine Ängste da auch aussprechen, das sehe ich so als meine Hauptaufgabe, Brücken zu bauen, für Kommunikation unter den Menschen zu sorgen. Ja, wenn Sie so zurückgucken, wie beurteilen Sie die Entwicklung? Also hat sich über die Jahre oder Jahrzehnte, kann man ja auch sagen, da jetzt wesentlich etwas verbessert? Wie sehen Sie es? Ich glaube, was ganz, ganz wichtig für mich ist, ist darzustellen, dass es nur meine Perspektive ist, dass es meine kleine Blase in meiner kleinen Welt sozusagen ist. Ich schätze es so ein, dass es schon besser geworden ist, dass die Menschen sehr viel mehr Obacht drauf geben. Aber ich bin auch in einem Freundeskreis, wo es sehr, sehr viele Ausländer gibt oder sehr viele Menschen mit Migrationsbiografie, die auch hier aufgewachsen sind. Also es ist nochmal vielleicht ein anderes Verhältnis. Als Kind war das für mich so, ich wurde übelst beschimpft in der Schule, in der Grundschule, aber dann hat sich das sehr verflüchtigt. Also ich habe so Rassismus-Erfahrungen
kaum gemacht. Im Erwachsenenalter fällt mir jedoch auf, dass ich vielleicht einiges einfach verdrängt habe. Jetzt auch mit dieser, mit dieser Bewegung kommen sehr viele Interviews, sehr viele Erfahrungsberichte von anderen, wo ich mir denke, stimmt, das irgendwie ging es mir eigentlich da auch so in der Situation. Und man versteht erst im Nachhinein so ganz, wie das einen vielleicht auch beeinflusst hat. Alltagsrassismus, ständige Fragen, woher kommst du? Mensch, du bist aber schön braun oder ich bin ja genauso braun wie du oder ich werde so braun und solche Sachen. Es ist oftmals nicht böse gemeint, aber ich merke, dass die Menschen im Hier und Jetzt ein besseres Verständnis dafür bekommen und die Diskussion jetzt einfach da ist, was mich auch sehr freut. Ja, ein größeres Bewusstsein einfach überhaupt für das Thema. Genau, ja, richtig. Ja. Nochmal zurück zu den Vorfällen in den USA. Die haben verständlicherweise weltweit eine Debatte ausgelöst, denn das Problem besteht ja nicht nur in den USA, klar. Wie ist Ihre Position zu der Diskussion? Meine Position zu der Diskussion ist, ich bin froh, dass sie da ist. Wie gesagt, ich habe selber, denke ich, über Jahre vieles verdrängt, weil ich natürlich dazugehören möchte, weil ich auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen bin, groß geworden bin und meine Hautfarbe, also ich sehe Hautfarben eigentlich nicht, deswegen war es aber dann auch ein kleiner Schock für mich, so zu sehen, okay, da gehen jetzt so viele Menschen auf die Straße, anscheinend ist das ein ernsthaftes Problem. Klar weiß man das, ne? Es ist aber trotzdem auf der anderen Seite versucht man es vielleicht wegzuschieben, von daher ich bin sehr, sehr froh, dass sie da ist, weil es mir Gelegenheit gibt, mich nochmal zu reflektieren, wie geht es mir damit, was möchte ich in dieser Gesellschaft als schwarze junge Frau auch mitgeben, auch meinen Mündeln mitgeben, also meinen Jugendlichen. Und dass die Menschen die Chance nutzen, miteinander in Kommunikation zu treten und zu erfragen, wie wollen wir denn das gestalten, wie wollen wir miteinander umgehen, wie fühlen sich denn Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, also wirklich dieses Empathische, würde ich einfach jedem gerne mitgeben. Ja. Die Position ist mehr Empathie, mehr Feinfühligkeit, mehr Sensibilität, mehr Kommunikation und dass die Diskussion bitte anhalten soll und jetzt nicht wieder abebben. Ja. Oft geht es ja, oder grundsätzlich geht es wahrscheinlich ganz oft um den Respekt voreinander, einfach als Menschen. Und das zeigt sich nicht zuletzt in der Sprache. Da geht es dann darum, okay, was ist politisch korrekt? Ja, darf man oder ist es okay, wenn man von schwarzen und von weißen Menschen redet? Für manche ist es okay, für manche nicht. Also wie sehen Sie das? Welche Begriffe sind für Sie okay und welche nicht und warum? Wie Sie schon gesagt haben, ist tatsächlich für viele anders. Also für meine Schwester ist es anders als wie für eine Freundin von mir, die aus Äthiopien kommt, oder auch für mich. Ich denke, alles, was mittlerweile als Schimpfwort benutzt wurde oder sehr oft oder häufig, ich will die Wörter gar nicht sagen hier, die N-Wörter. Man möchte sie nur noch verstärken. Die sind für mich tabu, weil es einfach ganz klar und offensichtlich ist, dass die Begriffe schon aus der Kolonialzeit einfach sehr, sehr negativ besetzt sind. Schwarz-Weiß, ich weiß, dass Menschen aus Europa oder aus anderen Regionen nicht eine weiße Hautfarbe haben. Ich weiß auch, dass ich nicht schwarz bin, sondern braun. Aber dennoch ist es für mich eine einfache Klassifizierung in Schwarz und Weiß und dunkelhäutig und hellhäutig. Die Begriffe benutze ich auch, aber auch da ist wieder ganz viel Sensibilität gefragt, weil ich denke oder tick da ganz anders als andere Leute und die fühlen sich da vielleicht schneller angegriffen. Und ich glaube, da ist auch das Wichtige zu fragen, hey, ich fühle mich unsicher, ich habe da ein bisschen Ängste, ich weiß nicht, wie kann ich dich ansprechen, kannst du mir einen Tipp geben, damit ich mich da einfach wohler fühle. Und mir persönlich wäre das sehr viel lieber, als wenn jemand dann sich unwohl fühlt und die Situation dann vielleicht ein bisschen komisch wird. Ja. Auch da einfach wieder das Prinzip Austausch, ne? In den Austausch kommen. Und genau, so ein bisschen, ich glaube, aus der gewaltfreien Kommunikation, dass halt die Aufrichtigkeit hinter der Aufrichtigkeit, also wirklich zu sagen, ich habe Angst, dir das jetzt zu sagen, weil ich nicht möchte, dass du dich irgendwie rassistisch angegriffen fühlst. Ja. Aber da kann ich sagen, hey, schon allein, dass du das so ausgesprochen hast, ne, mit deinen Ängsten, bin ich voll und ganz bei dir und kann da mitgehen, weil du mir dein Gefühl offenbarst. Ja, also einen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. War sehr aufschlussreich
und alles Gute weiterhin für Ihre Tätigkeit. Super, Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss.